Herzlich willkommen zu Salzburg Rock City. Es ist schon wieder was passiert. Wir haben schon wieder Besuch, zum Glück. Und ich freue mich sehr darüber, dass Tom the One heute da ist und wir uns mit ihm unterhalten können, ich mich mit ihm unterhalten kann, wir alle, die wir da sind. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Du bist ja, Musiker, offensichtlich. Yes. Ja, wir sehen da auch schon eine ganz wunderbare Platte mit einem großartigen Büdel drauf. Wo ist das Büdel entstanden? Das haben wir gemacht, also das Album heißt Der Sänger im Rocken. Mhm. Und wir wollten es eigentlich in einem Rockenfeld machen, natürlich. Mhm. Und an dem Tag, wo das Shooting war, war das Rockenfeld leider abgemäht. Ui. Also haben wir das in einem Feld nebenan gemacht. Vielleicht sieht man es eh nicht, aber das ist eigentlich Mais. Aber der Sänger im Mais hat ein bisschen blöd gelungen. Also haben wir es im Maisfeld gemacht. Das war da im Süden von Salzburg, da Richtung Anif oder so, glaube ich. Ja, schön. Genau. Da steigen wir gleich mit einer großartigen Anekdote. Ein Sänger im Kornfeld. Ein quasi. Sänger im Kornfeld quasi, ja. Wunderbar. Ja, mit so einer Anekdote einsteigen ist ja großartig. Gut, also Album hast du jetzt schon angesprochen. Es ist neu. Erzähl mal, um was geht's, wie schaut's aus? Genau, das Album kommt heute raus auf dem Salzburger Indie-Label Stuhl Records. Mhm. Und da sind 10 Songs drauf, persönliche Lieder. Da spiele ich mit der Gitarre meistens und singe. Manchmal ist auch ein Geigen dabei, ein Bass, ein Melodika, ein Klavier. Bei einem Song ist sogar ein Trap-Beat dabei. Und beim anderen Song, da geht es um tote Katzen. Da machen quasi Katzen Laute das ganze Solo aus dann, genau. Also Katzen Miaus machen die Melodie vom Solo, ja. Wow, großartig, das klingt experimentell. Das ist musikalisch, genau. Ja. Ja. Und genau, und textlich geht es halt, also es gibt Songs über Fabelwesen, über Peter Handke, über Drogenlabore, über alles mögliche, tote Katzen, also lauter wichtige Themen. Genau. Ja. Kann man sie auf Bandcamp bei Stuhl Records kaufen oder direkt über mich. Direkt über dich. Wir haben ja heute noch die Gelegenheit dazu sogar. Du hast was mit, oder? Ich glaube, du hast ja noch einen Live-Auftritt heute. Und genau. Hast du auch Platten dann dabei vom Album, wenn es jetzt heute genau, haben wir dabei sogar. Natürlich. Genau. Heute ist nämlich die Album-Release-Party in Bricks. Der Most spielt da, ist auch ein cooler Singer-Songwriter aus Salzburg. Und danach legen noch zwei DJs auf, DJ Mickey Six, der auch der Plattenboss ist von Stuhl Records, und DJ Philipp Leines. Genau, spielt dann auch noch ein paar Punk-Songs danach, glaube ich. Ein paar Punk-Songs? Ja. Das klingt nur nach einem sehr musikalischen, aktiven Abend, der da bevorsteht. Ja, voll, ja, wir freuen uns schon recht. Ja, ja, sehr gut, also bist motiviert. Heute. Natürlich. Sehr gut, ja. Sehr gut. Jetzt Singer-Songwriter, das Ganze ist ja nicht deine erste Geschichte musikalisch. Also du bist ja mit dem jetzt nicht frisch eingestiegen in Platten aufnehmen oder allgemein Musik machen. Wie ist das oder wie ist deine Vorgeschichte dazu? Wie? Ich spiele in einer Band, die heißt Glue Crew. Und da machen wir gerade zum Beispiel unser 4. Album. Das kommt im Herbst raus. Und zum Beispiel am 10.11. im Rockhaus Album-Release-Show von dem Album von der Glue Crew. Und eben da ich recht viel Songs schreibe, habe ich mir gedacht, das geht sich eigentlich gut aus, dass ich zwischen die Platten von der Glue Crew geht es ja ein Soloalbum aus. Und dann war ich eben immer wieder mal im Studio und habe dann eben Songs aufgenommen. Und das Ergebnis kann man dann da hören auf Der Sänger im Rocken. Viel beschäftigter Mann da, musikalisch. Also du bist an mehreren Enden dann unterwegs, auch aktiv, aktuell, nicht nur, dass man sagt, Vergangenheit und jetzt ist einmal ein Solo-Projekt dran, sondern das läuft beides. Das läuft parallel beides, ja. Zum Teil, genau, ja. 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 Ist das recht anstrengend, oder? Ja, Vollgas. Ja, ja, schon, ja. Arbeiten muss man ja noch nebenbei. Ja. Genau. Und da kommt schon einiges zusammen. Aber irgendwie kann man sich dann schon ein bisschen durchwursteln durch die ganzen Projekte. Überschneidet sich dafür, also wenn du jetzt sagst, eine Band aktiv eben gerade haben und nebenbei ein Solo-Projekt aufziehen und arbeiten auch noch dazu? Ja, voll, ja. Ich versuche es eigentlich immer so zu planen, dass sich alles gut ausgeht, dass man halt das Solo-Album halt mal rausbringt und dann erst später mal das von der Band wieder und so. Aber wenn sie dann immer Sachen ein bisschen verzögern oder verschieben, dann überlappt sie manchmal was dann schon recht stressig sein kann. Aber irgendwie geht es ja schon immer aus, ja, muss sie ausgehen, ja.
Ja. Irgendwie muss es gehen, ja. Ja, voll. Vom Workload jetzt her ist es so, dass du, also die Singer-Songwriter-Sache, dein Tom the One-Album ist jetzt dein erstes als Solo-Künstler? Ich habe davor auch schon Solo-Alben rausgebracht quasi, die waren zum Teil noch auf Englisch. Mhm. Aber das ist quasi das erste Solo-Album auf Mundart, quasi Full-Length und einfach ein bisschen besser produziert, auch vielleicht aus die früheren Dinge. Ja. Genau. Und jetzt hast du es eh schon angesprochen, also du singst jetzt auf Mundart, wenn nicht gerade Katzen miauen. Ja, voll, ja. Ist der Text in Mundartsprache. Genau, ja, genau. Ja, ja. Durch die Bank und da. Genau, weil einfach, wenn ich so singe, wie ich rede oder denke, dann bin ich einfach näher beim Publikum und kann auch meine Gefühle irgendwie besser ausdrücken. Und dann glaube ich, kann man seine Themen viel besser rüberbringen, als wenn ich jetzt in einer Fremdsprache singen würde. Genau. Und du hast ja schon angesprochen, vorher auch deine Themen sind eben mitunter persönlich geprägt oder genau, jetzt auch was gesagt hast, du kannst deine Gefühle vermitteln. Genau. Das heißt, da ist schon wirklich, es ist natürlich immer Herzblut drinnen, aber trotzdem ja was anderes, ob man sagt, es sind eher lustige Orientierungen oder es sind auch emotionale Lustig Themen. Ist manchmal auch so, aber ich glaube, bei einer ganzen Band und so, da bringt man zwar auch seine Gefühle rüber und so, aber ich glaube, wenn man solo das Ganze macht und nur mit der Gitarre darstellt, dann glaube ich, ist es noch eine ganz andere Sache. Dann glaube ich, ist man halt noch quasi nockerter auf der Bühne oder auf dem Album, weil man einfach sein Innerstes ein bisschen präsentiert. So, ja, und auch ungefiltert, also genau, ungefiltert wirklich das eigene, Das alleinige. Gleich die nächste Frage da anschließend, musikalisch im Studio, wie ist das? Machst du alles dann selber und auch eben deine Songs, schreibst du die selber, performst du alles selber? Die Songs schreibe ich alle selber natürlich, außer bei einem Song hat der Most den Refrain, also den Text vom Refrain geschrieben. Mhm. Der Song heißt Tatzelwurm und da geht es um ein Fabelwesen, weil nämlich im Tappenkase, ich weiß nicht, ob du den kennst, in Bongau, da gibt es so einen Tatzelwurm, der Wanderer auffrisst und so. Und da hat der Most so eben den Text gehabt vom Refrain. Ich habe dann gleich einen ganzen Song draus gemacht, zum Beispiel. Und sonst habe ich alles selber geschrieben und musikalisch habe ich die Gitarre selber gemacht, aber ich habe Gastmusikerinnen, die halt die Geigen gespielt haben oder Klavier oder eine zweite Stimme dazu gesungen haben. Genau. Also ist eigentlich nicht ganz solo, aber eben mit Freunden gemeinsam habe ich das gemacht. Genau. Ja. Also Unterstützung einfach dann im Studio, wo man sagt, man stoßt dann seine Grenzen selber, was ja absolut legitim ist und, glaube ich, in den meisten Fällen auch so passiert. Ja, ja voll. Ja. Okay, super, super stark. Und jetzt ist eben heute Album-Release-Party und Live-Auftritt. Du hast vorher auch schon live gespielt mit Glue Crew. Hast du deine eigenen Sachen eben auch schon live präsentiert? Genau, ich spiele auch regelmäßig live, genau. Ja. Aber die meisten neuen Songs spiele ich halt zum ersten Mal. Großartig. Ich freue mich richtig drauf. Es wird richtig lässig. Wenn du jetzt sagst, wo du hinmecherst mit dem Ganzen, ist es jetzt eher das, dass du sagst, das ist jetzt der Ausgleich für dich? Oder ist es was, wo du sagst, das ist eben parallel, läuft genauso mit wie jetzt Glue Crew? Mhm. Gibt es da Ziele? Also wenn man jetzt sagt, man träumt einfach davon, wo es hingeht. Mein Ziel ist einfach, dass ich halt weiterhin Songs schreibe, gute Songs schreibe und die dann auch eben gut aufnehmen und dann live präsentiere, dass ich einfach eben regelmäßig Zeug produziere und das dann auch rausbringe und dann genau immer besser werde. Und so natürlich, also in die Charts muss ich nicht kommen unbedingt, aber eben coole Alben rausbringen und eben mit der Zeit stetig wachsen. Das ist so die Grundmotivation dahinter, genau, dass man sagt, einfach wirklich Musik machen und was damit daherkommt. Genau. Ist gut, aber es geht einmal um den eigenen künstlerischen Ausdruck in allererster Linie. Ist eine schöne Geschichte, wirklich. Großartig. Und warum, also eben der Sänger im Roggen, wie ist zu dem Titel gekommen? Ich finde, dass das ein super Wortspiel ist zu dem Roman von J.D. Salinger, Der Fänger im Roggen. Und weil zum Beispiel auch Songs drauf sind, die ich vor über 15 Jahren geschrieben habe, und eben ganz neue Songs und dann auch ein bisschen so eben das Älterwerden thematisiere. Und dann kann man da schon Parallelen ziehen zu dem Roman vielleicht und dann passt das Wortspiel ganz gut, finde ich. So inspiriert von der Literatur. Ja, genau. Im Albumtitel.
Ich bin echt fasziniert. Ich muss die ganze Zeit hinschauen, man merkt es wahrscheinlich. Ja, bitte, nimmst du mal das so, kannst du einmal schauen. Ja, wir haben es da schön aufgelehnt, wir haben da großartig Unterstützung gekriegt, also danke schön. Jetzt sieht man da hinten den ganzen Sauerstoff hinter der Platten. Aber das ist real. Das ist real, so funktioniert es. Ist ja Punkrock, Pornos und Poesie, finde ich ja. Stoß da gleich mal ins Leben. Im Lockdown geschrieben, ja, weil das die einzigen Lichtblicke waren quasi im Lockdown. Aber in der zweiten Strophe dann sieht man, dass der Lockdown vielleicht gar nicht so schlecht war. Genau. Kann man sich anhören, entweder live in Bricks oder auf Platte. Also es klingt ja jetzt auch so nicht so schlimm, ja, mit Punkrock, Pornos und Poesie Und da hat der Vater ein Crystal Meth Labor, das ist auch ganz interessanter. Genau, quasi in Anlehnung an den Hans Söllner Song habe ich einen Song geschrieben, wo dann. Also, wo es um Crystal Meth geht und quasi mit Trap Beat. Das ist der einzige Song, der ein bisschen experimenteller ist, vielleicht so. Und auch ein bisschen an andere musikalische Richtung geht. Genau, ja. Aber mit so einem Twist am Ende dann. Ja. Das heißt, du lässt dich dann dramaturgisch auch so weit auf die Songs ein, dass du sagst, eben was passt thematisch dazu. Ja, klar. Dass du eben sagst, Trap Beat mit Crystal Meth in der Verbindung. Dann passt es gut. Oder wenn wo ein Geigen passt, dann nehmen wir das mal auf dazu. Genau, ja. Also auch was inhaltlich dann zu der Message vom Song passt oder zum Text. Ja, klar. Weil es gibt ja oft, dass man sagt, man hat seinen Ablauf drinnen und dann macht man oder was passt gerade einfach ästhetisch eher dazu. Ja, voll. Aber das finde ich ganz spannend, dass das bei dir eben inhaltlich zusammenspielt. Genauso auch wie der Albumtitel sich bezieht. Also da sind ja ganz viele Ebenen dazwischen, die du da einwebst und verflechtest. Mhm. Kommt das irgendwie, hast du da eben durch die Banderfahrung mehr das schon eingewoben? Ich finde einfach, dass, also Texte finde ich voll wichtig und finde ich sogar fast wichtiger als die Musik rundherum. Und darum lege ich immer großen Wert drauf, eben auf die Texte von einem Song. Klar muss musikalisch auch passen, aber ich finde immer, dass zum Beispiel ein musikalisch guter Song mit einem schlechten Text taugt mir viel weniger als ein cooler Text mit vielleicht schlechter Musik oder so. Genau. Das ist interessant. Und da hat man vielleicht sogar beides bei Tom DeLonge. Ja, da, mit Sicherheit hat man da beides. Also keine Frage. Und klingt das sehr vielversprechend, was du eben alles davon erzählst. Jetzt hast du eben angesprochen, der Text, weil das finde ich ganz spannend. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, zu Text-Ton-Verhältnis ja, und worauf man anspringt oder anspricht. Mhm. Und das ja dann auch im Prozess des Songwritings selber. Wie entsteht bei dir jetzt ein Song? Meistens entsteht Musik und Text gemeinsam. Mhm. Dass man entweder irgendwie eine coole Zeile hat und dann singt man die vor sich hin und spielt dazu, dann hat man eh schon gleich mal was oder so. Oder man hat ein cooles Thema, wo man was draus machen will. Und im besten Fall wacht man in der Nacht auf und ist irgendwie der fertige Song da und du brauchst ihn nur aufschreiben. Genau. So ist es auch manchmal. Also wachst du dann auf in der Nacht mit dem Text oder überhaupt wirklich mit dem fertigen Song? Eigentlich mit dem Text meistens, aber wenn du dann gleich hinsetzt, dann hat man oft gleich schon eine passende Melodie dabei und dann schreibst du das manchmal sogar von selber im besten Fall, wenn man halt rundherum gerade irgendwie ein gutes Umfeld hat und ohne Stress ist, dann funktioniert das schon manchmal. Und beim Arrangement, manchmal. Ja, immer geht es nicht, natürlich. Ja, ist klar. Ja. Beim Arrangement, also weil du jetzt gesagt hast, eben Text entsteht, also rollt eben teilweise von selber auch einhergehend mit der Melodie recht flott zusammen. Das Arrangement selber, wie empfindest du das? Oder wie ist das für dich, das Arrangement zusammenstehen dann wirklich, dass man sagt, wie instrumentiere ich das jetzt? Ja, die Basis ist immer halt meine Gitarre und mein Gesang, bei den Solo-Songs halt. Und dann merkt man eh gleich mal, da fehlt noch was, ein Klavier zum Beispiel oder irgendwie eine zweite Stimme oder so. Und dann schaut man einfach, was passt und bastelt sich dann so den Song zusammen. Bist du da eingewachsen ins Songschreiben oder hast du irgendwie ausbildungstechnisch da was gemacht? Ich glaube, man muss ja da zuerst mal 100 schlechte Songs schreiben, bis man mal dann gute Songs schreibt. Und das habe ich alles hinter mir, genau. Ja. Und irgendwann hat man dann das raus, wie das funktioniert. Genau. Wann hat das angefangen bei dir? Ich habe auch schon, wie in der Schule war, auch schon Texte geschrieben und Songs geschrieben. Oft noch eben auf Englisch und dann habe ich irgendwann angefangen, so 2008, 2009,
dass ich viel auf Mundart schreibe und dann seitdem halt schreibe ich regelmäßig Songs, genau. Also seitdem bist du eigentlich schon im Mundart-Bereich immer wieder mal aktiv? Immer wieder mal aktiv, ja. Und damals habe ich halt noch eher Songs geschrieben, aber nicht halt aufgenommen oder performt. Es hat nur ein bisschen länger gedauert und irgendwann dann, genau, habe dann eben auch mit Bands angefangen, wo wir eben nicht mehr auf Englisch gesungen haben und dann, da wächst man dann so rein. Hat es der ein oder andere Schnipsel jetzt interessenshalber, der ein oder andere Schnipsel von früher aufs Album geschafft? Ja, da ist sogar ein Song drauf, einer von meinen ersten Mundart-Songs. Wirklich? Der heißt Manifesto, den habe ich 2008 geschrieben, der ist da auch drauf. Der Text geht zum Beispiel so, ich singe so, wie meine Mama redet, im Dialekt, das mich versteht. Genau. Das ist eben so Gedanke, eben ja. Die Anfänge quasi von meiner Mundart-Musik, genau. Weil es vorher nicht so gut verstanden hat, was du gesungen hast. Wo man Englisch singt, dann quasi kann man irgendwas singen oder eben die Leute hören auch dann gar nicht so auf den Text. Ja. Und wenn du dann wirklich in der Sprache singst, die die Leute verstehen, dann passen sie viel besser auf und hinterfragen auch gleich mal irgendeine Zeile oder so. Was, glaube ich, nicht passiert, wenn man auf Englisch was einschreit ins Publikum, dann glaube ich, ist die meisten fast sogar wurscht, was die Band singt. Und da kann man dann eben quasi den Fokus auf den Inhalt legen. Ja. Also, ja, das spürt man bei dir ganz stark, dass dir wichtig ist, was ist im Text, was passiert im Text und was möchte er vermitteln, was also klingt jetzt auch, wie wenn jeder Song eigentlich so eine eigene Message hat bei dir, die du verbreiten willst, ja, ob es jetzt um einen Tatzelwurm geht oder ums Crystal Meth Labor vom Vater oder um Pornos und Poesie im Lockdown. Genau. Ja, und einfach Dinge, die man auch verarbeitet und die ausgegangen an Leute. Und da freue ich mich drauf, wenn du das unter die Leute bringen kannst, wenn wir das heute uns anhören können später auch noch und ihr draußen dann auch noch zu hören bekommt. Ja, ihr da draußen, von denen wir hoffentlich einige Gesichter auch herinnen sehen werden, drinnen in der Live-Location dann. Und wenn nicht, dann kann man das auch nachhören. So ist es ja nicht. Da haben wir die ganz tolle Möglichkeit. Wieder mal danke an FS1 an dieser Stelle. Ja, wie geht es weiter bei dir jetzt mit dem Album, nach dem Album-Release? Hast du jetzt für deine Solo-Geschichte noch weitere Termine? Genau, irgendwo? Ich habe noch ein paar Konzerte in Graz, Wien, am Attersee spielen wir in Pinzgau. Und mit der Band spielen wir auch viel. Da sind wir gerade auch dabei, dass wir das eigentlich Album fertig machen, das eben am 10.11. rauskommt. Da spielen wir auch dann in Salzburg im Rockhaus am 10.11., dann in Linz, Wien, Graz. Und genau, da freue ich mich auch schon recht drauf, ja. Weiter Radius mit dem du da dann zum Dorn hast. Sogar international. Ja. Wir haben sogar schon in Berchtesgaden gespielt und in Bieding und so. Ja. Da sind wir schon über die Grenze aus. Ja, wow. Und der Fokus ist aber in Salzburg. Du bist aus Salzburg. Und ihr Fokus ist halt Österreich. Ja, wir spielen auch viel quasi Oberösterreich, Tirol, Steiermark, Wien. Also auch für Bayern die jetzt im Songwriting, genau. Weil wenn du jetzt sagst, du bist auf Mundart umgesattelt, dann... Klar, wenn man Mundart singt, dann ist es schwierig, dass man jetzt irgendwo weiter hinfährt. Ja. Wir haben auch schon in Ungarn gespielt zum Beispiel oder so. Ja, wow. Da kann man dann auch singen, was man will. Die Leute verstehen es auch nicht dann, wenn man Mundart singt. Aber eben drum ist der Fokus halt eigentlich Österreich und Bayern vor allem, ja. Live-Erfahrung ist da auf jeden Fall, ja. Und dann werden wir uns auf den Weg machen, damit die Live-Erfahrung auch weitergehen kann. Ja, voll. Und die nächsten Momente dann heute Abend gesammelt werden, ne? In Kürze. Ja. Ja. Euch vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Dir vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke sehr für die Einladung. Und in dem Sinne hoffen wir, dass für euch auch gut passt hat, ihr viel erfahren habt über Tom the One. Ganz, ganz großartige Geschichte. Danke dir. Danke dir. Das Album und für die ganzen Einblicke in deine künstlerischen Prozesse und Motivationen auch. Das ist ja doch etwas sehr Nahestehendes immer bei einem Künstler und finde ich schön, sehr gern. Dass du das so geteilt hast. Vielen Dank auch und vielen Dank euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und in dem Sinne passt auf euch auf, seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Im Herbst 87 kommt mir meine Hütte gemacht, im Sommer drauf war ich auf der Welt. Es war im Krankenhaus schwarz, ach ich war klein und hab kein Lob, keine Haare gehabt und kein Geld, aber nix hat mir gefällt.
mein Name gesehen und mein Dad. Und dann hab ich geschrien, so laut wie es geht. Ich bin ein Poppy, und die Ehren hab bebt. Und heute verdien ich mit dem Schreien mein Geld. Nein, hab mir die Köden noch gefeilt. So ich mein Beat halt mit meiner Gitarre. Jeden Tag ein neues Lied, dass mein Herz nicht erfriert. Zum ersten Mal hab ich auf Mundo gesungen, weil ich sie sehr licher. In meinem tiefsten Bongo-Dialekt hab ich dir da geschrien, so laut wie es geht. Ich hab gewusst, meine Stimme ist nicht perfekt. Aber ich war froh drum, dass so. Mit meiner ersten Punkband habe ich gern, wie's Business so rennt. Unser Motto war Passion, Schlag, Talent. Zum ersten Mal unterwegs in einem alten VW. Keiner ein Profi an seinem Instrument. Aber alle haben uns kennt. Ich hab gern, was Punk ist und was DIY. Zum ersten Mal im Leben war ich wirklich frei. Ich hab drei Freien gehabt, die mit mir schreien. Aber auf einmal war das alles vorbei. Heute spiel ich solo, weil ich denk mir, YOLO, das Leben dauert ja nicht so lang. Ich bin ein Prolo, ich lieb euch pro Homo, das wollt ich euch allweil schon sagen. Endlich hab ich's dann. Weil ohne euch war ich nur halb, so wie ein paar mit Boy, der Stuhl. Singer und Zuhörer gehört zum und drum schrei so laut wie ich komm. Ja, ich schrei so laut wie ich komm. Ja, ich schrei so laut wie ich komm. Danke sehr. Ist der Sound laut genug oder gehen wir noch ein bisschen auf dran? Passt? Cool. Ich bin der Tom, Tom the One, und ich freue mich voll, dass so viele Leute da sind bei der Album-Release-Party von meinem neuen Album Der Sänger im Rocken. Das ist nämlich heute rausgekommen auf Stuhl Records, und der Miki hält es mal in die Luft, damit alle sehen, wie das ausschaut. Und großen Applaus nochmal für den Most, der den Abend halt super eröffnet hat. Und bevor ich euch mehr über mein neues Album erzähle, werde ich noch einen Song spielen von der Glue Crew, meiner Band. Der Song heißt Bleib nicht so, wie du bist. Und es geht darum, dass man einfach, genau da, der ist am anderen Album drauf, Miki. Naja. Straight out of Bongo, genau. Nice. Bleib nicht so, wie du bist. Es geht darum, dass man eben nicht so bleiben soll, wie man ist, danke Wolfi, sondern sich weiterentwickelt und auch mal ein Solo-Album aus sich haut zwischendurch, und danke, dass du da seid. Prost. Geil. Geil, Jameson, oder? 12 Jahre? Geil. Nein. 5. Bundeskanzler oder Busfahrer, wird Schlagersänger oder Fußballer, wird Bodengraber oder Ingenieur, wird Hochzeitslohner oder Deserteur, wird Gangster-Rapper oder Pornostar, wird ein Punk oder ein Kieferer, wird Lebenskünstler oder Baupolier, wird Händelbruder oder Haschkurier. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie du bist. Dein Stillstand nicht gut ist, dann bleib immer so, wie du bist. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie du bist. Dein Stillstand nicht gut ist, dann bleib immer so, wie du bist.
den Job und komm mit der Band. Zögerlein, werd abstinent. Lies ein Buch und lern was Gescheites. Mach einen Fehler und bereis. Nimm einen Zug und sieg die Welt. Mach eine Lehre, verdiene Geld. Lern wen kennen, lass die ein. Zieh die zurück und sperr die ein. Bau eine Gitarre und schreib ein Lied über das, was an. Voll aufs Glück geht. Zieh den Kopf, bring alle zu. Von Band und Ruf, von deinem Glück früh. Hör die aus und er gibt kein Gas. Hau den zu, wo du viel Gas. Lass dich träumen, du wirst es sehen. Veränderung ist jetzt ein Sing. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie es bist. Wenn es nicht an die Uhr ist, nein, bleib immer so, wie es bist. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie es bist. Wenn es nicht an die Uhr ist, nein, bleib immer so, wie es bist. Und wenn der sagt, bleib so, wie es bist, dann sagt er damit, entwickel dich nicht. Wenn alles immer blieb war, so wie es immer war, dann gab es keinen Fortschritt, das ist doch wohl klar. So sind wir doch froh, dass sie die Welt rat und wir irgendwann die werden, die wir gern waren. Ja, sind wir doch froh, dass die Welt nicht stillsteht, dass wir Raum haben zum Wachsen, unser ganzes Leben. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie es bist, weil Stillstand nicht gut ist, na, bleib niemals so, wie es bist. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie es bist, weil Stillstand nicht gut ist, na, bleib niemals so, wie es bist. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie es bist, weil Stillstand nicht gut ist, na, bleib niemals so, wie es bist. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie es bist. Weil Stillstand nicht gut ist, nein, bleib immer so, wie es bist. Danke sehr. Danke fürs Mitsingen, freut mich wirklich voll. Der Sänger im Rocken, da sind 10 Songs drauf und ich habe eben einige Songs schon vor über 15 Jahren geschrieben, aber die meisten sind relativ neu oder im Lockdown entstanden. Und den nächsten Song, den ich jetzt spiele, der ist eigentlich von 2008. Und der Song heißt, was man da kann, und da geht es eben darum, was man angesichts der aktuellen politischen Situation und so weiter, was man eigentlich übrig bleibt und oft nicht so viel, außer dass man halt eine weitere Runde bestellt. Und der Song geht so. Ja. Oh, sorry. Das Jahr ist schnell vergangen und ich bin noch halb weit da. Ich soll das Jahr herbschießen auf und das Neue von genauso. Aber man darf nicht jammern, weil man ist meistens selber schuld. Wenn im Leben was nicht hinhaut und man nicht kriegt, was man will. Ich ruf meine Freunde an und frag, ob wir heute gleich schon gehen. Wir hucken beieinander und trinken und tanzen und singen, so laut wir können. Wir haben gleich ein Sorgen, aber die Freien noch nicht verloren. Wir haben gleich ein Sorgen, aber heute denken. Ich hab gelernt, dass ich niemals das große Glück finden werd. Frieden ist eine Illusion und zu viel Hoffnung ist verkehrt. Aber von Zeit zu Zeit, da gibt's die großen Augenblicke. Allein ist es schon wert, dass man manchmal vom Leben gefickt wird. Ich ruf meine Freunde an und frag, ob wir heute gleich schon gehen. Wir hucken beieinander und trinken und tanzen und singen, so laut wir können. Wir haben gleich eine Sorge, aber
schön in die kalte, harte Welt. Und alles, was man tun kann, ist, dass man neiche Runde besteht. Dass man neiche Runde besteht. Wir haben die gleichen Sorgen, aber die Freiheit noch nicht verloren. Wir haben die gleichen Sorgen, aber denk mal nicht an morgen. Wir haben die gleichen Sorgen, aber die Freiheit noch nicht verloren. Wir haben die gleichen Sorgen, aber denk mal nicht an morgen. Danke sehr. Der nächste Song, in dem, ja genau, wer von euch war schon mal am Tappenkarsee? Voll gut. Ja, am Tappenkarsee, da gibt es einen Tatzelwurm. Das ist so, manche sagen ein Fabelwesen, manche sagen eine reale Gefahr. Und der Tatzelwurm, der wohnt im Tappenkarsee und wenn man nicht aufpasst und zu nah am Wasser ist, dann schnappt er dich und du wirst nie wieder gesehen. Und in dem Song geht es genau um so eine Geschichte. Übrigens, ich habe im Mosch, der da früher gespielt hat, vom Tatzelwurm mal was erzählt und er hat dann sofort drei Zeilen gesagt und die drei Zeilen sind jetzt der Refrain von dem Song. Ich habe dann rundherum einen Song gebaut. Also danke Mosch für die Inspiration. Voll gut. In Klange über am Jagersee, drum am Topchor, da ist einmal was geschehen, das gibt's nur alle 100 Jahre. Die alten Rehen von einem Hund, der kriegt ein schwarzes Ohr, das hat die Sonne ausgebracht, bis ein Tatzelwurm war. Der Hubert und der Hauser waren aber auf der Gegend, sie sind dann wieder aufgebrochen zum Topchorsee. Die Böden haben glitzert, die Landschaft war so schön, sie haben ein Stück viel getrunken und hab dann hat's mehr und mehr gesehen. Tatzelwurm, Tatzelwurm, wo sind meine Buben? Du hast den See mit dir verzogen und hast mich um mein Glück betrogen. Tatzelwurm, Tatzelwurm, wo sind meine Buben? Du hast mir das Liebste genommen und ich hab alles verloren. Manch einer von den alten Leuten hat ihn schon mal unterschaut. Ein Schwanz wie eine Schlange und Klauen wie eine Sau. Ein Panzer wie ein Drachen, ein Rach wie eine Maschine. Was kannst du dagegen machen? 20 Schafe sind schon hin. Ja, Schafe sind die eine Sache, aber jetzt meine Burg. Schwab auf einen, ich lach vorn, bevor ich dir was tue. Wo gesaß ein Wurm, der wäre, ich versprich dir mein Söll. Da schmeilen gegen ihn, als ich springe rein auf der Stelle. Tatzelwurm, Tatzelwurm, wo sind meine Buben? Du hast den See mit dir verzogen und hast mich um ein Glück betrogen. Tatzelwurm, Tatzelwurm, wo sind meine Buben? Du hast mir das Liebste genommen und ich hab alles verloren. Wir sind auf wie auf dem Berg mit einer Kuhhaut voller Pulver. Wir haben die Lunden zunden und er hat sich kalt vom Ufer. Und wie er so wie gerissen hat, da hat's die Kuhhaut zerrissen. Wir alle waren uns sicher, jetzt hat das Viecher ausgeschissen. Aber der Lindwurm hat sich gewunden, er hat geschrien und Mut zum Teufel, er soll wie in einen Schlund. Wir Mann, der war verzweifelt, als taugt einer am Fürst, der ist Wasser kennt von Toi. Und von die Wand durchgebrochen ist, dann über Spitzer und Zoll. Tatzelwurm, Tatzelwurm, wo sind meine Buben? Du hast die See mit dir verzogen und hast mich um ein Glück getrunken. Tatzelwurm, Tatzelwurm, wo sind meine Buben? Du hast mir das Liebste genommen und ich hab alles verloren. Danke sehr. Also passt auf, wenn es in der Nähe vom Tappenkarsee Satz.
Was mich besonders gefreut, ist, dass heute einige Leute da sind, die mitgewirkt haben am Album. Zum Beispiel der Roli hat ein cooles Gitarre-Solo gespielt beim nächsten Song. Ich kann gerne ein bisschen mitpfeifen jetzt. Die Carina hat bei zwei Songs mitgesungen. Der Wolfi hat Melodika gespielt. Wen gibt's noch? Ich hab da noch einen Geigenspieler dabei und eine Klavierspielerin, die sind ja leider nicht da. Aber trotzdem vielen Dank an alle Beteiligten. Und jetzt spiele ich einen traurigen Song. Der heißt Tränen. Und geht ungefähr so. Stimmen schon zwischendurch auch nicht. Übrigens vielen Dank an FS1, die heute das ganze Konzert filmen. Es sind alle Fehler dann für immer im Internet und im Fernsehen zu sehen. Danke an Spricks, dass wir heute da spielen dürfen. Danke an Mickey Six von Stuhl Records. Ohne den würde es das Album gar nicht geben auf Schallplatte wahrscheinlich. Unter Mickey Six und der Phil Lines legen nachher noch auf. Gibt's dann noch coole Punkmucke von den DJs. Ich wollte nur ein bisschen Zeit schinden, weil das Intro so schwierig zum Spielen ist, aber ich glaube, ich schaffe schon. Sonst springst du ein, okay? Leute haben kein Geld nicht und die anderen haben die Macht. Du lebst in einer Welt, Babe, die dich fertig macht. Im Fernsehen siehst du Kinder, die verhungern und währenddessen wird in einer noblen Kochshow grammweiß Blockwurst gefressen und du denkst dir, wie kann das sein? Deine Augen wären feucht dabei und deine Tränen wären mehr und mehr und mehr. Sie rinnen in ein Bruch und irgendwann ins Meer. Ich mach mir Sorgen um deine Gesundheit, weil du so viel noch denkst. Übermorgen, gestern und heute und alles in Tränen tränkst. Ich fang zum Reflektieren und dann versteh ich dein Entsetzen, wie ich in so einer beschissenen Welt wirklich Kinder sitzen. Und ich frag mich, wem kann man noch vertrauen? Ich wisch mir das Wasser aus die Augen. Meine Tränen werden mehr und mehr und mehr. Sie rinnen in ein Buch und irgendwann ins Meer.
Wir schauen aus dem Fenster auf die Apartments und die Banken. Ist Kapital, ist ein Gangster, ohne Skrupel oder Schranken. Und die Reichen, die was in den Kunden wollen nur profitieren. Wir scheißen auf die Wälder unten und lassen uns krepieren. Ja, wir müssen uns endlich wehren. Stattdessen der Marian. Ja, unsere Tränen werden mehr und mehr und mehr. Sie rinnen in ein Buch und irgendwann ins Meer. Unsere Tränen werden ein Bachal, unsere Tränen, die werden wöhnen. Sie reißen alle Dämme ein, die sie an hinwegstehen. Unsere Tränen werden eine Strömung und sie kriegen nicht einen Sinn. Sie schwaben alle Mauern weg für einen Neubeginn. Geniert euch nicht, wenn's traurig seid, ihr steht dazu auf uns Herz. Was tot war, wird lebendig, was grau war, das wird grün. Was früher Tür und Trop war, da wachsen wieder Pflanzen. Und jetzt, wo alles weg ist, haben wir wieder Platz zum Tanzen. Unsere Tränen werden mehr und mehr und mehr. Sie rinnen in ein Buch und irgendwann ins Meer. Ja, unsere Tränen werden mehr und mehr und mehr. Sie versickern in der Erde und werden ein Blumenmeer. Danke sehr. Wer möchte nur einen traurigen Song hören? Yeah! Na, der nächste ist eh so halb lustig. Der Song heißt Die Nacht ist noch jung. Es ist gerade erst mal 10:30. Die Nacht ist echt noch jung. Gefreut mich, dass alle da seid. Von dem Song gibt es sogar schon Videos, kann man sich auf YouTube anschauen. Und wenn euch das alles gefällt hat, dann kann man sich heute exklusive ein Exemplar kaufen von der Sänger im Rocken, von Mickey. Der Mickey ist der Verkäufer-Dude, aka DJ. Du bist unterwegs. Du weißt nicht wohin. Das ist der Weg, aber der schaut nicht aus wie ein Ziel. Es ist nur ein Spiel, aber du weißt, es geht um viel. Es ist nur ein Spiel, das du nicht spielen willst. Die Nacht ist noch jung, dreh dich bloß nicht um. Die Nacht ist noch jung, du bist unterwegs, du warst und wolltest nach oben. Willst von einer Nacht beobachtet, bist irgendwo falsch oben. Du hast die verfahren, dabei wollt's doch nur mit der Sporn. Du hast die verfahren, es ist doch weiter worden. Die Nacht ist noch jung, dreh dich bloß nicht um. Die Nacht ist noch jung. Du
hast viel Zeit konsumiert und viel Zeit verschenkt. Trotzdem ist die Nacht meistens jünger, als man denkt. Schau auf die Stern und wart auf die Dämmerung. In der tiefsten Finsternis scheint irgendwann die Sonne. Die Nacht ist noch jung, dreh dich bloß nicht um. Die Nacht ist noch jung. Die Nacht ist noch jung, dreh dich bloß nicht um. Die Nacht ist noch jung. Danke sehr. Der nächste Song ist tatsächlich aus dem Jahr 2008. Das war mein erster Song, den ich auf Mundart geschrieben habe. Ich habe davor immer eigentlich nur englische Songs gespielt, in Punkbands gespielt und so. Und das war mein erster Versuch, dass ich auf Mundart singe. Und der Song heißt Manifesto. Und in dem geht es einfach, das ist quasi ein Manifest dafür, dass man in der Sprache singen sollte, in der man auch redet und denkt. Habe ich zweimal live gespielt, einmal 2010 und einmal 2018 oder so. Ich sing so wie meine Mama redet, im Dialekt, das mich versteht. Das hab ich gelernt, mehr kann ich nicht, mehr brauche ich nicht zum Leben. Das hat was da mit Ehrlichkeit, wer von den Leuten kann schon Englisch gescheit. Ein paar Akkorde und Wahrheit, mehr kann ich euch nicht geben. Nur weil ich nicht gescheit Gitarre spielen kann, heißt nicht, dass ich nicht darf. Ich hab mir das meiste selber gelernt. Der Rhythmus ist ein bisschen holprig, die Melodie ist gestohlen. Aber auf die Scheiße gern. Ich brauch kein Bass, kein Drum Machine, kein Backcourt, kein Partnerin. Alles was ich brauch hab in meiner Hand und das ist mein Gitarre. Ich sing nicht gut, aber das wisst ihr, bin nicht berühmt, nicht reich, bin näher dran an der Realität, weil Perfektion ist Fahrt. Ich möcht tanzen, alles darf mich gar nicht am Sehen. Und singen, als darf's nicht am Stören. Ich möcht machen, was ich will und nur sagen, was ich mir denk. Noch einmal möcht ich ehrlich sein, mir denk. Aber ganz einfach ist es nicht auch, wenn's so einfach klingt. Aber ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Weil man macht sich nicht nur eine gute Freund, wenn man ausspricht, was man denkt. Und die Wichser lachen zuletzt. Wüde Zeiten machen wüde Hund, ich bin nur ein Bub, aber ich lerne dazu. Meine Zeit wird kommen und davor gewiss sicher nie der Ruhe. Ja, ich hau in meine Seiten ein, ich schrei so laut ich kann. Wenn's kommen und mich stoppen wollen, lauf ich sicher nicht davon. Also kämpf ich für eine bessere Welt, wo es gehört nicht so viel zählt. Wo man ehrlich sein kann zu sich selbst und einander respektiert. Ich möcht tanzen, alles darf mich gar nicht am Sehen. Und singen, alles darf's nicht am Stören. Ich möcht machen, was ich will und nur sagen, was ich mir denk. Nur einmal möcht ich ehrlich sein, mir denk. Auf der Straße werden gehen zu Schande oder Ruhm. Die Zeit wird sagen, wir werden schon sehen. Oh, mir ist das wirklich scheißegal, dann bleibt mir nichts davon, außer ein paar Zeilen, die auf mein Grabstein stehen. Ich sing so wie meine Mama redet, im Dialekt, das mich versteht. Das hab ich gelernt, mehr kann ich nicht, mehr brauch ich nicht zum Leben. Vielen, vielen Dank. Den nächsten Song habe ich geschrieben im ersten Lockdown, quasi über die Dinge, die uns noch retten können. Der Song heißt
Punkrock, Pornos und Poesie. Und in der ersten Strophe geht es eben darum, dass eben alles scheiße ist und die Dinge dann die Rettung sind. Und dann in der zweiten Strophe, den habe ich dann erst nachher geschrieben, nach Corona, geht es eigentlich darum, dass so schlimm das Ganze eigentlich war, die ruhige Zeit war eigentlich schon ziemlich cool. Oder Kurzarbeit oder so Sachen ist eigentlich gar nicht so schlecht manchmal. Genau, Punkrock, Pornos und Poesie. Ich hab mir gedacht, ich übersetze einen Bob Dylan Song. Corona, Corona, wo bleibst so lang? Dann hat sie ja bei uns schnell die Stimmung trat. Da hab ich gewusst, fuck, für den Schmäh ist spart. Auf einmal ist unser Leben nimmer so wie immer gewesen. Ich bin daheim eingesperrt, für seit Wochen kein Konzert. Der Klappe ist Experte für Virologie. Wenn wer um 6 vom Balkon blärt, er ist gern überhört. Und alles wegen der Dreckspandemie. Aber Gott sei Dank gibt's Punkrock, Pornos und Poesie. Ja, Gott sei Dank gibt's Punkrock, Pornos und Poesie. Die Gastro macht auf, es geht wieder rund. Wir sind testet oder geimpft oder wieder gesund. Kommt Parkplatz vor dem Haus, aber wir wie in der Stadt. Ich glaub, mir geht der Lockdown ab. Na klar war es echt nicht leicht, aber es war so eine ruhige Zeit. Ich bin daheim, ganz allein. Es ist nichts mehr so wie es war. Ich warte schon auf die nächste Pandemie. Ich hab Termine für ein Jahr. Ich komm mit dem Stress nicht klar. Ich hoffe, ich schaff das trotzdem irgendwie. Ja, Gott sei Dank gibt's Punkrock, Pornos und Poesie. Ja, Gott sei Dank gibt's Punkrock, Pornos und Poesie. 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 Danke sehr. Ich habe jetzt noch einen neuen Song und es ist voll das Experiment. Das ist nämlich ein Song, da habe ich einen Trap-Beat draufgespielt. Und mit E-Gitarre und allem drum und dran, Bass und Synthesizer. Und da ich aber nur Gitarre spielen kann, würde ich jetzt einfach das quasi von der Technik einspielen lassen. Und ich spüre ein bisschen mit. Das heißt, wenn ich mich verspüle, die Musik läuft weiter und dann ist alles zerstört, aber ich hoffe, ich schaff's. Aber ich sing dafür wirklich. Der Song heißt, My Father Had a Crystal Meth Labor. Das ist eine Anspielung an Hans Söllner, My Father Had a Marihuana Baum. Aber in der heutigen Zeit, glaube ich, ist das zeitgemäßer, wenn man einfach Crystal Meth selber daheim hat. Und das ist eigentlich eine Warnung, nehmt keine Drogen. Und zur Sicherheit habe ich einen Schwindelzettel dabei.
aber ich glaube, den brauche ich eigentlich gar nicht. Bitte ruft es mir jetzt nicht an, weil dann kommt nämlich mein Klingelton und nimmer das Lied. Mein Vater hat ein Crystal Meth Labor. Seitdem bin ich mit ihm wieder völlig d'accord. Ja, mein Vater racht jeden Tag eine Hand voll Meth. Und ich als braver Bub, ich hab jetzt so viel Cash. Er arbeitet so gute 18 Stunden am Tag. Und auch die restliche Zeit ist er aktiv. Seine Faulheit hat er sich schon längst da gewohnt. Ich glaub fast nicht, dass das mein Vater ist. Und auch die Nachbarn kennen ihn mehr, Mann. Vor kurzem haben sie noch über ihn gelacht. Ja, die Nachbarn lachen jetzt näher, Mann. Weil jetzt ist er Haubenkoch. Mein Vater hat ein Crystal Meth Labor. Seitdem bin ich mit ihm wieder völlig d'accord. Ja, mein Vater racht jeden Tag ein Horn voll Meth. Und ich als braver Bub, ich hab jetzt so viel Cash. Kann er sich doch, dass er mal reich ist? Oder dass es ihm nochmal was wert? Nie wieder lass ich was vom McDrive friss. Weil jetzt steht mein Vater hinterm Herd. Alles, was er kocht, ist immer Bio. Die Zutaten sind aus der Region. Er schafft jeden Tag ein paar Kilo. Und jeder kriegt seine Tagesration. Mein Vater hat ein Crystal Meth Labor. Seitdem bin ich mit ihm wieder völlig d'accord. Ja, mein Vater reicht jeden Tag ein Horn voll Meth. Und ich als braver Bub, ich hab jetzt so viel Cash. Ja, normalerweise Finger weg vom eigenen Zeig. Aber es ist so gut, dass man zwangsweise sich selber auch was abzweigt. Wir sind wie die Neichen Swarovski. Unser Business ist weißer Kristall. Ich frag mich, wie lang ich noch wach bin. Ich hab Angst und fühl mich so verdammt alt. Mein Vater hat ein Crystal Meth Labor. Ein Schlag und voll und ein Nierentumor. Mein Vater hat viel und will immer mehr. Und ich als braver Bub, ich werde mal wie er. Danke sehr. Es hat funktioniert. Ja, und wer die restlichen Songs hören will von meinem Album, der muss es kaufen. Oder es gibt sie ja eigentlich auch auf Spotify und so, aber die wirklich coolen Kids kaufen heute Platten bei Mickey Six. Ja, okay. Und lass die Sachen aber vom Mosch, die gibt's auf Bandcamp. Der nächste Song ist auch ein brandneuer Song von der Glue Crew. Ich freue mich voll, dass der Wolfi heute da ist von der Glue Crew. Voll geil. Und der Andi von der Glue Crew hat bei dem vorigen Song diese 16tel am Hi-Hat, die er gemacht hat. Das war seine Idee. Ja, genau.
Glue Crew, wir haben gerade ein neues Album aufgenommen und es kommt im Herbst raus am 10. November. Und am 10. November sind wir im Rockhaus. Man kann sogar schon Tickets, glaube ich, online sich reservieren. Es spielen auch noch weitere Salzburger Bands. Also wird, glaube ich, voll der coole Abend und wir freuen uns schon, wenn wir euch die neuen Songs zeigen können. Aber davor spiele ich jetzt mal einen von den Songs, jetzt schon mal. Der Song heißt Nie wieder jung. Es geht darum, so jung wie heute kommen wir nicht mehr zusammen. Die Nacht ist noch jung, also genießen wir es lieber. Und auf das trinke ich jetzt noch den Whisky vom Wolfi. Prost. Whisky Pool quasi. Was die Alten sagen, weil er weiß, er ist bald verloren. Wir haben Sprung, aber nimmer lang. So jung, kommen wir nimmer zusammen. Wir werden älter und die Zeit vergeht. Obwohl uns vorkommt, dass nichts weitergeht. Es ist nicht so, dass die Zeit stillsteht. Wollen wir keinen Schritt weitergehen. Wir werden nie wieder so jung sein. Na, wir werden nie wieder so jung sein wie heut. Nie wieder jung. Nie wieder jung. Nie wieder jung. Aber das bringt uns noch lang nicht um. Schon für immer leben. Manche sagen, es kann nicht Schlimmeres geben. Wir wollen doch nur den Schimmer sehen. Kurz danach wollen's nimmer regnen. Der eine möchte als ein Junger gehen. Er sagt den Nächten voller Kummer den. Der andere wartet, bis die Sonne aufgeht und freut sich, dass er nicht jung drauf geht. Wir werden nie wieder so jung sein. Na, wir werden nie wieder so jung sein wie heut. Nie wieder jung. Nie wieder jung. Nie wieder jung. Aber das bringt uns noch lange nicht um. Nie wieder jung. Wir werden nie wieder so jung sein wie heut. Na, wir werden nie wieder so jung sein wie heut. Nie wieder jung. Nie wieder jung. Nie wieder jung. Aber das bringt uns noch lang nicht um. Wer freut sich schon auf DJ Mickey Six und DJ Phil Lannes? He doesn't understand German, so. Nah, he understands everything, yeah. Ich habe jetzt noch einen Song für euch, oder vielleicht zwei. Zwei? Ah, so viel, glaube ich, kann ich nicht mehr heute. High five. Yes.
An der Stelle nochmal vielen Dank an alle Crowdfunding-Supporter, die unser Glucko-Album supportet haben. Wir sind voll für da heute. Vielen Dank, wir lieben euch. Voll geil. Im nächsten Song geht es ums Wetter in Salzburg. Was tut man, wenn es draußen regnet? Man bleibt daheim, tut vielleicht eine Runde Karten spülen und trinkt eine Flasche Schnaps. Der Song heißt Sink Salzburg, Sink und geht raus und alle langjährigen Fans, die heute da sind. Danke sehr. Wolfi, magst du mitsingen? Hau dich auf! Elfetzen von Two on Glue! Ja, wo ist du rechts? Jetzt glaube ich, geht's für gut. Weil du ein Quick bist. Geil. Kommst alle auf die Bühne! Ich weiß nicht, wie es da ausfällt, weil man lernt in der Schule, wie man durch das Leben geht, ohne Sinn und ohne Ziel. Ich fühle mich nutzlos, alles was ich kann, ist ein bisschen Gitarre spielen und singen oder so. Heute war es so ein Tag, an dem einfach nichts sich haut, ja, die Hoffnung ist verloren und die Stimmung ist versaut. Ich steh im Zentrum von einem Sturm, wir reißen hin und her, wir warten auf Grund, ob ich und wir laufen auf den Berg. Wir haben zwei Raffen und Karten und ein Lachlosch und Schnucks. Das Herz am rechten Fleck und ab wir raten, fahren auf den Berg. Sing Salzburg, sing, es regnet schon so lang. Trinkst feine Trinks, bis ein Mecher Tag aufhängt. Jeder sucht doch Ruhe, weil nur den einfachsten Weg. Alle haben Space, das Smartphone, aber sonst für nix ein Geld. Und die Regierung ist scheiße, sie halt nicht was verspricht. Wir lassen uns das Nerven gefallen und schießen uns heut weg. Wir haben zwei Raffuchskarten und ein Lachloschen Schnaps. Das Herz am rechten Fleck und eine Sportfahne auf Lob. Sing Salzburg, sing, es regnet schon so lang. Trinkt, Freunde, trinkt, bis ein nächster Tag aufhängt. Wir leben für die Kurve ab und alles super rennt. Nur die Nächte ewig dauern und die Sonne vom Himmel brennt. Na, wenn der Himmel grau ist, dann rühren wir uns nicht an. Wir wissen nicht, wo's hingeht, Hauptsache wir kommen an. Wir wissen nicht, wo's hingeht, Hauptsache wir kommen an. Wir haben zwei Raffungskarten und ein Ladefloschen Schnaps. Das Herz am rechten Fleck und eine Piratenfahne auf du. Sing Salzburg, sing, es regnet schon so lang. Sing's, Freunde, sing's, bis ein nächster Tag aufhängt. Sing Salzburg, sing, es regnet schon so lang. Trinkt's, Freunde, sing's, bis ein nächster Tag aufhängt. Applaus für die Background-Sänger! Danke sehr. Ich hab noch einen Song für euch. Voll geil, voll geil. Einen Song habe ich noch für euch. Wir haben vor ein paar Jahren ein Musikvideo gedreht. Ein paar Straßen weiter, so über die Salzach um mich. Und es sind sogar ein paar Leute da, die in dem Video mitgespielt haben, voll cool. Der Song heißt Rudolfs Käh. Ich weiß nicht, heute bleiben wir eher da auf der Seite herum, würde ich sagen. Aber vielleicht. Ja? Geil? Rudolfs Käh, der Song geht so. Mein letzter Song, vielen Dank. Mich freut es wirklich voll, dass so viele Leute da sind und so viele bekannte Gesichter und auch ein paar unbekannte Gesichter. Und dass er manchmal von so weit hergefahren sind. Wahnsinn. Mühlviertel, ja. Vom Fischbier aus am Mutzradau
Auf jeder Straße in Salzburg Stau. Ach, Stoff, der Steig aus seinem Coupé. Dies tut mir in die Augen weh. Unterwegs in SPG. Wir haben einen Durst, wo gehen wir hin? Teil Fetzen oder Doppelte. Stehen. Endlich ein Ruf von der Ortwohle, wo erfüllt Salzburg kein Klischee. Am Rudolfskei, am Rudolfskei, der DJ spielt, das ist doch klar. Nur ein Lied aus den 90er Jahren. 6 von 10, ganz okay. Ja, depressiv am Rudolfskei. Ratze oben und versaut. Von der Sperrstunde werden wir ausgekaut. Auf dem Hornweg gehen wir sprayen. HCRD am Rudolfskei. Trinken und oben an der Stehen. Endlich eine Ruhe von der Ortwolle. Wo erfüllt so ein Spurkorn Klischee. Am Rudolfskei, am Rudolfskei. Licht und Sirene, überfüllt und keine Hygiene. Die gute Zeit ist längst passé, nieder mit dem Rudolfskei. Nieder mit dem Kei, obwohl, und zwar fühle ich mich auch nicht wohl. Jetzt kommt mir vor, ich hab mein Weh, ich send mich zurück zum Rudolfskei. Trinken und oben an der Stehen. Ruhe von der Ortwolle, wo erfüllt so jetzt wohl kein Klischee. Am Rudolfskei, am Rudolfskei, jetzt alle, am Rudolfskei, am Rudolfskei, am Rudolfskei, am Rudolfskei, am Rudolfskei, am Rudolfskei. Danke sehr. Vielen, vielen Dank, ich war der Tom the One. Wir sehen uns an der Bar oder am Merch-Stand. Ja. Okay, danke sehr. Danke. Okay, einen halben sogar echt noch, glaube ich. Auf dem Album ist ja ein Song drauf über tote Katzen, wo das Solo wird von Katzengeräusch, also von mir aus wird ein ganzes Solo gespielt. Und das war die Katze vom Mosch, die hat mir das eingesungen im Studio. Wir haben 5 Stunden gebraucht, aber die Leni hat das super gemacht. Aber da die heute schon im Bett ist, leider, kann ich den Song nicht spielen, aber den kann man sich am Album anhören. Ich habe noch einen Song für euch und der heißt, ist ein Glue-Crew-Song, auch brandneu, und heißt Yin Yang. Und da geht es um Gegensätze und der Song geht ungefähr so. Für jedes Yin gibt's ein Yang, für jeden Banker gibt's ein Punk, für jedes Hoch gibt's ein Loch, das ist halt so. Für jedes High gibt's ein Tau, für jeden Frust gibt's ein Tau, von jedem Ding gibt's ein Ding, der davon. Für jeden Unser gibt's ein Fetz, für jeden Ersten gibt's ein Witz, für jeden Ernst gibt's ein Schmäß und Spaß und Fahrt. Für jeden dummen Präsident gibt's irgendwo einen Intelligenten, spontan fällt mir leider keiner. Die Sonne ist nur so hell, weil die Nacht so finster ist. Wann alles sind dann gleich war, dann gab's keinen Unterschied. Ja, was mir nicht dreckig ging, dann wissen die, wann ich glücklich bin. Für jeden Staat gibt's ein Ziel, für jede Arbeit gibt's ein Spiel, für jedes Busserl gibt's ein Watschen, ist doch klar. Für jedes Stamperl gibt's ein Moos, für jede Liebe gibt's ein Hass, da kann man nix dagegen tun. Für jeden Künstler gibt's ein Hacker, für jeden Späßel gibt's ein Wappel, für jeden Ernst gibt's ein Späß und Spaß in Fahrt. Für jeden
Schnurps gibt's an Kakao, für jeden Nazi gibt's eine Faust. So fest, dass ein 3-Meter-Toni war. Die Sonne ist nur so hell, weil die Nacht so finster ist. Wenn alles immer gleich war, dann gab's keinen Unterschied. Ja, was mir nicht dreckig gegangen, dann wissen ich nie. Wenn ich glücklich bin. Für jeden Sonnenstrand gibt's einen Schnee, für jeden Titel einen Kavalier, für jede Ruhe gibt's einen Stress, das ist halt so. Für jeden DJ gibt's eine Band, für jeden Anfang gibt's ein End. Irgendwann ist alles vorbei, sind wir doch froh. Die Sonne ist nur so hell, weil die Nacht so finster ist. Wenn alles immer gleich war, dann gab's keinen Unterschied. Ja, was mir nicht dreckig gegangen, dann wissen ich nie. Wenn ich glücklich bin. Danke sehr, viel Spaß mit DJ Phil Lannes. Vielen, vielen Dank.